Und herzlich willkommen im GarTV Küchenstudio. Heute machen wir Mini-Gugelhopf. Die Formen sehen so aus. Also aus Silikon, es gibt aber auch andere aus. Ich glaube auch aus Stahl. Also ich habe mich für die entschieden. Schnell zu reinigen. Die sind nicht gerade stabil, aber ich habe dafür gleich eine Lösung. Die werde ich euch gleich zeigen. So, zu den Zutaten. Ein halber Apfel. 8 Gramm Vanillezucker, ein Esslöffel Zitronensaft oder ein Teelöffel Zitronenschale, 4 Gramm Backpulver, eine Prise Salz, 50 Milliliter Sonnenblumenöl, 50 Milliliter Mineralwasser, ein Ei, 55 Gramm Zucker und 50 Gramm Mehl. Das und das, was wir jetzt später brauchen. Die Zutaten, die kann man einfach so schon mal sofort reingeben und die Äpfel kommen zuletzt rein. Also dafür brauchen wir eine Schüssel. Heißt das Ei in die Schüssel, der Vanillezucker, Zitronensaft, Wasser und Öl. Zucker. Eine Prise Salz. Und zuletzt, dafür brauchen wir vielleicht sieben, das Mehl. Damit ihr auch was seht. So sieht man es besser. Und noch das Backpulver. Fertig. Jetzt muss man alles gut umrühren, damit das zu einem sehr guten, schlüssigen Teig wird. So sieht der Teig dann aus. Jetzt kommen schon mal die Äpfel mit hinein. Und nochmal gut umrühren. Nicht zu lange umrühren, sonst wird er zähflüssig. So, jetzt rühre ich den noch ein bisschen. Und dann werdet ihr gleich sehen, wie es weitergeht. So. Jetzt habe ich das hier vorbereitet. Hier, wie gesagt, die Muffinform, die Gugelhopf-Formen, die habe ich einfach in die Muffinform gegeben. Die passen noch optimal rein. Die gucken dann noch ein bisschen raus, dann kann man sie gleich schon rausholen, wenn sie fertig sind. Dann kann man entweder mit einem Löffel, Spritzbeutel oder irgendetwas einfüllen. Und dann einfach. Nein, füllen nicht zu viel, weil die gehen ja noch auf. Erstmal ein bisschen überall rein. So. Den Backofen könnt ihr dann schon mal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen, die kommen dann für 20 Minuten rein. Plus, minus, kommt drauf an, was ihr wiederum für den Backofen habt. So, jetzt gucke ich noch, wo noch etwas rein kann. Der Teig reicht so für 5 bis 6 Formen a 100 Milliliter oder weniger. So, und so kommen die in die
in den Backofen. Ich mache das jetzt hier kurz noch schnell sauber. Dann sehen die, wenn sie aus dem Backofen kommen, so aus. Nach 5 bis 8 Minuten sehen die schon so aus. Das Bild ist nicht gerade perfekt, ist gerade ein bisschen dunkel hier unten. Aber man sieht, die sind schon richtig, richtig hoch gegangen. Und wie sie am Ende aussehen, das seht ihr jetzt. So, die Gugelhopf sind fertig. Ich hole sie gerade aus dem Ofen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das ist sehr heiß. Weil mit 200 Grad ist nicht zu spaßen. So. Schön braun. Die werden ja dann noch gekippt, also umgedreht. Die sind ein bisschen braun geworden, aber mein Gott, ich mag das ein bisschen bräunlicher. Ihr könnt sie dann natürlich ein bisschen früher rausholen. Die waren jetzt so exakt so 25 Minuten drin, aber 20 Minuten, vor 5 Minuten waren die auch schon fertig. Aber ich mag es eher, wenn es ein bisschen bräunlicher ist. Hier hinten ist ein bisschen mehr. So ist es mir perfekt, wie man sehen kann. Ich kann ja mal versuchen, einen rauszukriegen. Also, so muss er perfekt aussehen. Braun oder bis goldbraun. Perfekt. So, ich hole die mal kurz alle raus. Dann können wir eigentlich auch, wir müssen die nur noch kurz abkühlen. Und dann ist die Sache auch schon gelaufen. Dann sind die auch fertig. Einfach nur noch stürzen, also umdrehen, abziehen und dann auf den Teller geben. Und wie die dann auf dem Teller aussehen, das seht ihr, nachdem ich sie abgekühlt habe. Und fertig ist der Gugelhopf. Die sind recht klein, aber so sind eben die ganz kleinen Gugelhopfs eben klein. Der glänzt richtig. Vielleicht kann man das sehen. Also der glänzt richtig. Hier ist ein bisschen braun. Aber ich mag das ja. Ihr könnt ihn ja ruhig ein bisschen kürzer drin lassen. Aber. Und jetzt wollen wir den auch mal gleich mal sofort probieren. Der schmeckt. Gucken. Richtig saftig. Die Äpfel. Der schmeckt richtig schön wie ein richtiger Rührkuchen. Ein richtig schöner Apfelkuchen. So wie man den eben von Oma eben kennt. Ich würde mal sagen, das ist doch mal ein Grund, den nachzumachen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Abonnieren nicht vergessen. Nachmachen. Und wenn euch das Rezept gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, wie euch das geschmeckt hat. Und jetzt dürft ihr euch mal aussuchen, was ich als nächstes backe. Der Zeitraum ist unbegrenzt. Einfach mal unten von diesem Video unten in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes backen soll. Ich würde mich sehr gerne freuen. Ich sage Tschüss und bis bald.